Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Zeitz, mein Name ist Norbert Hörig, gehöre zu der Wählergemeinschaft Wir für unsere Stadt, gleich Wirtschaft in der Region, genannt die Blauen, nicht zu unterscheiden, zwischen den Freien Wählern und Zeitz für Zeitz, wir sind auch eine Wählergemeinschaft, sind seit 1994 im Zeitzer Stadtrat vertreten und sind das, was die in der Uhr die Unruhe ist, das sehen wir im Stadtrat. Wir sind keine große Fraktion, wir waren keine große Fraktion, wollen eher eine werden und haben aber immer den Finger auf der Wunde. Wir sind kritisch, wir haben Ideen, wir machen Vorschläge, wir machen Vorlagen. Übrigens, dort stehen wir weit, weit vorn, oftmals weiter als unsere großen etablierten Parteien. Unser Motto Wir für unsere Stadt ist begründet. Wir stehen für ein gläsernes Rathaus. Das heißt, dass Sie das erfahren, was im Stadtrat und seinen Ausschüssen passiert. Leider ist das in der Vergangenheit nicht so. Und deswegen fordern wir vom Oberbürgermeister mehr Öffentlichkeit durch unseren Pressesprecher. An zweiter Stelle, und das hat sich in letzter Zeit so entwickelt, steht für uns Ordnung, Sicherheit, Lebensqualität. Ohne Sicherheit und Ordnung in der Stadt Zeitz haben wir weniger Lebensqualität. Wir fordern deshalb Hände weg von der Polizei in Zeitz. Die Polizei muss Unterstützung durch die Landesregierung erfahren und muss auch präsent sein können. Die derzeitige Entwicklung ist anders orientiert. Die Einsparung bei der Polizei und den Sicherheitsorganen tragen wir nicht mit. Deshalb unsere Forderung, Stärkung der Polizeipräsenz in Zeitz. Ich habe hier das Programm der Blauen, der Wir-Fraktion vor mir liegen. Gestatten Sie mir, dass ich dort einige Schwerpunkte zitiere. Wir werden an der 24. Stelle in der Wählerliste geführt. Wir sind 9 aktive Streiter für die Interessen der Stadt Zeitz, für Ihre Interessen, liebe Bürger. Die 24 ist eigentlich eine magische Zahl. Man sagt so 24 Stunden um die Uhr. Jawohl, wir sind 24 Stunden um die Uhr für Sie Ansprechpartner und für Ihre Interessen da. Wir möchten noch einige Schwerpunkte hierzu benennen. Uns geht es darum, die Jugend wandert in der letzten Zeit stark von Zeitz ab. Es geht darum, Möglichkeiten, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Jugend in Zeitz bleibt. Wir brauchen jede Kraft, jeden gebildeten Menschen, jede Leistung, die der Stadt Zeitz nützt. Deswegen fordern wir Maßnahmen, auch von der Politik und von der Stadtverwaltung, die Jugend unterstützt und ihr Vorhaben fördert. Wir stehen für Kultur, für eine neue Kultur, die nach außen orientiert. Man spricht heute von einer stadtübergreifend, länderübergreifend, europaweiten Kulturpolitik. Das heißt für uns, die Ressourcen für Zeitz liegen auch im Norden, Schleswig-Holstein. Ich erinnere an die Dennerts, denen Deutschland Helgoland verdankt. Ich erinnere an den Nordostseekanal, ein Bauwerk europaweit, welches durch den Baumeister Otto von Bensch erbaut wurde. Die Wir-Fraktion, die Wir-Wählergemeinschaft, steht für eine erlebbare Umwelt, Natur. Wir denken dabei an den Tiergarten. Der Tiergarten mit seinem Umfeld, auch der Sportplatz, gehören in die Hände der Stadt Zeitz. Weil dieser Tiergarten bereits in der Vergangenheit ein Wald der Bürger gewesen ist, wie es schon der Name sagt, Tiergarten. Wir stehen für eine mögliche barrierefreies Bauen in Zeitz Ost.
Eine Blockade für die Daheimgebliebenen, die heute noch in Zeitz Ost leben und ihr ganzes Leben in diesem neuen Stadtteil ihre Jugend verbracht haben, die sollten also auch im Alter dort wohnen dürfen. Wie es dann weitergeht mit den einzelnen Häusern und so weiter, das entscheidet natürlich die Zukunft. Wir sind für eine Innenstadt, die belebt ist, die bewohnt ist, deren Geschäfte offen sind und nicht wie heute zu 60% geschlossen. Das ist für eine Stadt, wie wir sie sind, nicht gut. Wir fordern Kommunaleigentum und kommunale Aufgaben in kommunaler Hand. Und ich möchte das auch dahingehend begründen. Nehmen wir unseren schönen Schlosspark. Wir haben dann Sorgen, dass wenn der in Privateigentum kommt, dass die Eintrittspreise steigen und zu guter Letzt die Rentabilität nicht mehr gewertet ist. Die öffentliche Hand hat immer die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Wir haben uns auch vorgenommen, in der Frage des gesamten Gebietes Stadt Zeitz einschließlich der Landgemeinden ein Arrangement zu betreiben, was jeden mitnimmt. Wir haben ein tolles Umfeld in Zeitz. Ob das Deisen ist oder Kaina, Würschwitz oder andere Einrichtungen, die gehören einfach zu Zeitz und sollten auch so behandelt werden. Der Sport. Wir denken dabei an das neueste Duathlon. Sport war in Zeitz immer ein großes Wort und wurde groß geschrieben. Wir fordern auch von der Verwaltung, insbesondere von den Oberbürgermeistern, die Unterstützung der Sportvereine, die Unterstützung Duathlon und die Unterstützung der Bürger der Stadt Zeitz in der Frage Sport. Es gab da in der Vergangenheit einen schönen Spruch: Jedermann an jeden Ort, Sie kennen den sicher, vor allen Dingen die älteren Bürger. Das hat Gültigkeit auch für die heutige Zeit. Liebe Bürgerinnen und Bürger, hier bloß einige Beispiele. Die Straßen der Stadt Zeitz sind keine Prunkstücke. Für die Bürger nicht, aber auch für angereiste Touristen und Besucher der Stadt Zeitz nicht. Ohne die jetzt aufzählen zu müssen, Sie wissen es wahrscheinlich selbst, vom unteren Wasserberg bis zur Tröglitzer Straße, der Liebknechtstraße und vielen anderen Straßen gibt es arge Kritiken. Lebensqualität heißt auch, dass die Bürger, wenn sie die Straßen passieren, sichere, gut erhaltene und gepflegte Straßen vorfinden. Unsere Fraktion in der Vergangenheit hat darauf orientiert, einen Generalreparaturplan für Straßen erarbeiten zu lassen. Leider hat der Oberbürgermeister Dr. Kunze dieses Ansinnen mit einem Handstrich vom Tisch gewiesen, was wir also nicht richtig finden. Eine amerikanische Studie führt an, dass die Straßen die Lebensadern der Wirtschaft und der Gemeinden, der Städte sind. Also ist unser Ziel der Einsatz zur Reparatur oder Wiederherstellung unserer desolaten Straßen und des Straßennetzes. Weiterhin ein Beispiel. Wir haben sehr viele Persönlichkeiten in Zeitz, benannt Luther. Wir haben Anna Magdalena Bach. Wir haben den Edlen von Kleefeld. Wir haben Otto von Bensch und viele mehr. Das alles sind Multiplikatoren für Tourismus. Wäre die neue Qualität, diese Multiplikatoren nach außen zu vermarkten. Und nun noch ein Sprung in den Burgenlandkreis. Zeitz alleine kann es nicht schaffen und wird es nicht schaffen. Aber gemeinsam mit den uns naheliegenden Städten und Gemeinden, beispielsweise Naumburg, Weißenfels, Altenburg, bis hin nach Leipzig, sind wir stark. Um die Region zu vermarkten, bedarf es aber der Organisation,
der Tourismusschiene auf dem gesamten Gebiet. Die Orientierung, nicht nur von unserer Wählergemeinschaft, heißt Blick nach Osten, nach Leipzig. Leipzig ist ein großer Wirtschaftsstandort. In Leipzig leben ca. 500.000 Einwohner. Diese Anzahl würde sehr viel dazu beitragen, die Anzahl der Bevölkerung, um Zeitz zu beleben, wenn wir es verstehen, mit unserem Funden zu wuchern. Deshalb der Blick nach Leipzig und der Blick in ein weiter umfassendes Verkehrssystem, was Zeitz mit einbindet. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch einige Worte über unseren Haushalt verlieren. Unsere Fraktion gehört zu den wenigen im Stadtrat, die den Haushaltsvorschlag der Stadtverwaltung vom Dr. Oberbürgermeister Kunze nicht mitgetragen hat. Und das hat sich bewahrheitet. Und wir sprechen hier den alten Oberbürgermeister und AK Altstadt unseren Dank aus, dass sie die Dokumente aus Naumburg von der unteren Aufsichtsbehörde den Bürgern zugänglich gemacht haben. Deswegen war in Einleitung meiner kleinen Rede hier die Forderung gläsernes Rathaus. Es kann nicht sein und es soll nicht sein, dass die Bürger aus dritter Hand informiert werden über das, was im Rathaus passiert. Deshalb nochmals unsere Forderung: Stadtverwaltung, Oberbürgermeister, wir fordern, dass die Bürger allseitig und objektiv informiert werden. Zum Abschluss möchte ich noch mich auf Luther berufen. Oder ein Luther-Zitat hier nennen. Luther sagte einmal: Schau den Leuten aufs Maul und an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das wird unser Leitwort werden. Wir lassen uns nach dem messen, was wir tun und nicht, was wir versprechen. Unsere Vorstellungen, die ich heute hier vorgetragen habe, sind erfüllbar, sind messbar und sind nachweisbar. Und deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, wählen Sie die Wählergemeinschaft Wir für unsere Stadt, Wirtschaft in der Region. Bürgerliste 24. Denken Sie daran, 24 Stunden für Sie da. Und zum Abschluss, wir für Sie oder für euch und ihr für uns. Also wählen Sie uns. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Auf Wiederhören.